drehbare Sternkarte ist das wichtigste Hilfsmittel bei der Beobachtung oder Beobachtungsplanung für den Sternfreund. Vor allem Neueinsteiger ist sie sehr hilfreich, um sich am Sternhimmel zurechtzufinden. Sie ist leicht zu bedienen, überall einsetzbar und das ganze Jahr über zu verwenden. Auf dem Markt gibt es sie in verschiedenen Ausführungen und verschiedenen Formaten. Drehbare Sternkarten bestehen in der Regel aus drei Teilen. Das Grundblatt mit aufgedruckten Sternen und Sternbildern zeigt noch verschiedene Skalen. Diese sind von außen nach innen, der Tierkreis mit den 12 Tierkreiszeichen, Direktaszensionsskala zum Einstellen der Objekte des Sonnensystems, der Skala für die wahre Sonne und die Datumskala zum Einstellen des Beobachtungstages. Zumeist auf dem Grundblatt findet man noch eine Horizontlinie, die anzeigt, welche Sternbilder zum Beispiel von einem Ort mit der geografischen Breite von 50 Grad Nord zu sehen sind, sowie die Ekliptik, die scheinbare Sonnenbahn, die durch die Tierkreissternbilder läuft, und in der Mitte sind der nördliche Himmelspol und der Polarstern. Ein weiteres Bauteil ist der Planetenzeiger mit der Deklinationsskala. Der nördliche Himmelspol hat eine Deklination von plus 90 Grad, der Himmelsäquator 0 Grad und alle Objekte südlich vom Äquator haben negative Deklinationen. Das letzte Teil ist das Deckblatt mit der Horizontmaske und Uhrzeitskala. Der dunkle Teil zeigt an, welche Gestirne unter dem Horizont sind und der hellere Ausschnitt zeigt den sichtbaren Himmel. Die Horizontlinie zeigt die Himmelsrichtungen an. In nächster Nähe zum Polarstern sind die zirkumpolaren, immer sichtbaren Sternbilder durch einen Kreis eingeschlossen. Alle Gestirne innerhalb des Kreises sind immer zu sehen. Dann finden wir noch den Himmelsäquator und die Ekliptik. Die Verbindungslinie zwischen Südpunkt, Himmelspol und Nordpunkt nennt man Meridian. Die Linie zwischen Ostpunkt und Westpunkt erster Vertikal. Der Schnittpunkt bei der Linien ist der Zenit, der Punkt senkrecht über dem Beobachter. Außen auf dem Deckblatt ist die Uhrzeitskala, mit der man die Beobachtungszeit einstellt. Die Sternkarte ist sehr schnell eingestellt. Man muss lediglich das drehbare Deckblatt so lange drehen, bis die gewünschte Uhrzeit mit dem Datum übereinstimmt. Als Hilfsmittel kann man den Planetenzeiger verwenden und den Beobachtungstag festhalten. Hier ist das einmal gezeigt für den 15. Januar 20 Uhr. Jetzt kann man eigentlich schon beobachten. Es empfiehlt sich, die Sternkarte so vor sich zu halten, dass die Himmelsrichtung, in die man blickt, nach unten zeigt. Dann kann man bequem den Anblick von der Sternkarte mit dem Himmelsanblick vergleichen. Blickt man nach Süden, sollte Süden auf der Sternkarte nach unten zeigen.
Schaut man nach Westen, dreht man die Karte so, dass Westen unten steht. Beim Blick nach Norden steht Norden unten und beim Beobachtung in Richtung Osten dreht man die Sternkarte so, dass Osten nach unten zeigt. Neben den Sternbildern und den hellsten Sternen zeigt die drehbare Sternkarte auch Objekte, die mit dem Fernglas oder Teleskop zu sehen sind. So sind hier die wichtigsten Doppelsterne und veränderliche Sterne gezeigt, Gasnebel, offene Sternhaufen, Galaxien und Kugelsternhaufen. Die Sternkarte zeigt Objekte, die eine feste Position am Firmament haben. Den Mond und die Planeten wird man aber vergeblich suchen, da sie ständig ihre Stellung unter den Sternen ändern. Der Mond und die Planeten sind im Bereich der Ekliptik zu finden. Mit dem Planetenzeiger kann man ihre Position auf der Sternkarte einstellen. Dazu muss man ihre Koordinaten, also die Rektaszension und die Deklination, nachschlagen. Diese findet man in einem astronomischen Jahrbuch oder kann sie mit einem Planetariumsprogramm ermitteln bzw. im Internet herausfinden. Nun stellt man mit dem Planetenzeiger die Rektaszension des Planeten ein. Hier im Beispiel für den Planeten Jupiter auf 1 Stunde und 55 Minuten. Wie man sieht, schneidet der Planetenzeiger an dieser Stelle die Ekliptik und der Jupiter steht im Sternbild der Fische. Ähnliches ist auch für den Planeten Mars gezeigt, der im Sternbild Löwe zu finden ist. Auf diese Weise kann man alle Objekte des Sonnensystems einstellen und am Himmel finden. Der Umgang mit der drehbaren Sternkarte lernt man am besten mit ständigem Üben. So kann man sich bald gut am Himmel zurechtfinden. Zum Ablesen der Sternkarte im Dunkeln benutzt man am besten eine Taschenlampe mit rotem Licht, um die Augen nicht zu blenden.